Gibt es überhaupt noch Wachstumsaktien, die am Aktienmarkt unterbewertet sind? Ich stelle dir heute eine solche Aktie vor, die trotz grandiosem Wachstum unfassbar günstig ist. Viel Spaß beim Video! Die Aktie, um die es sich dreht, heißt 360 Digitech. Zuerst einmal die Frage, was macht 360 Digitech überhaupt? Das Unternehmen bietet eine Finanzplattform für Konsumenten und kleine Geschäfte in China an. Dabei ist 360 Digitech die Schnittstelle zwischen Endkonsumenten und Banken oder Versicherungen. Das Unternehmen kann beispielsweise mit Check24 verglichen werden, fokussiert sich hier aber nur auf den Bereich Finanzen und ist sehr fortschrittlich beim Thema künstliche Intelligenz. Denn das Unternehmen ist datengetrieben und nutzt Kundendaten, um den optimalen Kredit für diesen Kunden zu finden. Digitech schafft es also, die richtigen Kunden für das richtige Produkt zu gewinnen und das Ganze eben sehr, sehr kosteneffizient. Während bei Banken viele Prozesse der Kreditvergabe noch händisch ablaufen, schafft Digitech hier einen digitalen Prozess. Hier übernimmt das Unternehmen für die Banken die digitale Risikobewertung, wodurch eine effizientere Kreditvergabe zustande kommt und das Kreditausfallrisiko gleichzeitig minimiert wird. Durch spezielle Algorithmen können hier 99,5% aller Kreditanfragen ohne menschliches Eingreifen abgeschlossen werden. Wenn wir auf die Konkurrenzsituation schauen, dann sehen wir, dass Digitech alle Wettbewerber in den letzten Jahren abgehängt hat. Am Umsatz 2017 sehen wir, damals war das Unternehmen noch ein kleiner Fisch, konnte aber bis 2019 die Marktführerschaft im Online-Kreditgeschäft erobern. Und auch in Zukunft sehen die Prognosen für das Unternehmen rosig aus und sowohl Umsatz als auch Gewinne sollen Jahr für Jahr gesteigert werden. Aber auch die Konkurrenten im Markt, Qudian, Finvolution und Lexint Fintech, sind einen Blick wert, denn auch hier sehe ich einige Unterbewertungen. Wenn wir uns den Kursverlauf anschauen, dann sehen wir einen ersten Ausbruch im Juli 2020 auf in der Spitze über 17 Dollar, einen zweiten Ausbruch der Aktie gab es Mitte Januar auf in der Spitze über 30 Dollar. Danach gab es wieder einen stärkeren Rücksetzer und wieder ein Allzeithoch bei 33 Dollar. Dieses Allzeithoch gab es kurz nachdem die Gewinne vom vierten Quartal 2020 am 15. März 2021 bekannt gegeben wurden. Aktuell steht die Aktie bei ca. 26 Dollar und zu diesem Kurs habe ich auch eingekauft. Schauen wir uns die Bewertung an, dann sehen wir hier laut Simply Wall Street eine massive Unterbewertung von 74%. Aber hier ist Vorsicht geboten, denn für die Bewertung wird das Excess-Return-Modell verwendet, was häufig bei Finanzunternehmen angewandt wird, bei denen der freie Cashflow schwer vorherzusagen ist. Dieses Modell reagiert sehr sensibel auf Veränderungen in der Eigenkapitalrendite. Das heißt, wenn sich Gewinne zukünftig nur leicht anders entwickeln, wird die Berechnung sehr, sehr ungenau. Aus diesem Grund ziehen wir hier zusätzlich das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis heran und das liegt bei unfassbaren 7,3 für das Jahr 2020. Wenn wir das mit dem Durchschnitt des deutschen Aktienmarkts vergleichen, der einen KGV von 26,5 hat, dann ist das unfassbar günstig und in Zahlen fast um den Faktor 4 günstiger. Hier kommt noch obendrauf, dass wir es hier mit einem wachsenden Fintech-Unternehmen zu tun haben. Schauen wir auf die Prognosen für die Jahre 2021 und 2022, dann sollten die Umsätze und noch viel stärker die Gewinne gesteigert werden. Von prognostizierten 12,9 Milliarden chinesische Yuan für das Geschäftsjahr 2020 soll der Umsatz auf 15,5 Milliarden im Jahr 2022 gesteigert werden. Der Gewinn soll von stolzen 2,7 Milliarden in 2020 auf 4,6 Milliarden in 2022 verbessert werden. Das heißt, es soll 70% Gewinnwachstum innerhalb von nur 2 Jahren geben, während der Umsatz in diesem Zeitraum nur um 20% gesteigert wird. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Kundengewinnung bei Digitech günstiger wird, denn die Kundengewinnung kostete 2019 noch 246 chinesische Yuan, umgerechnet 32 Euro, während 2020 nur noch 172 Yuan investiert werden müssen. Auch wurden 2020 die Marketingkosten stark reduziert, während 2019 noch knapp 35% des Umsatzes für Marketing ausgegeben wurde, lag dieser Anteil 2020 nur noch bei 8,1%. Was mich allgemein im chinesischen Markt sehr beeindruckt, ist die Geschwindigkeit, in der die Menschen zu mehr Wohlstand gelangen. Während im Jahr 2010 ein städtischer Haushalt in China jährlich im Durchschnitt 19.000 Yuan zur Verfügung hatte, sind es 2020 bereits knapp 44.000 Yuan. Also mehr als eine Verdopplung des Einkommens in 10 Jahren. Klar muss hier auch die Inflation herausgerechnet werden und dennoch wäre das Ergebnis sehr, sehr beeindruckend. Da der Trend in China zu mehr Wohlstand ungebrochen ist, steigen auch die Konsumausgaben weiter an.
Das beflügelt meiner Meinung nach auch das Konsumentenkreditgeschäft, in dem sich Digitech befindet. Daraus komme ich dann zur Schlussfolgerung, dass wir hier ein Wachstumsunternehmen haben, das gleichzeitig unfassbar günstig bewertet ist. Die Bewertung ist so gut, dass ich hier sehr, sehr misstrauisch werde. Also entweder habe ich hier bestimmte Aspekte vergessen oder der Markt tapst hier tatsächlich noch irgendwie im Dunkeln rum. Deswegen schreib mir deine Meinung zu Digitech gerne unten in die Kommentare, auch sehr gerne kritisch, denn ich möchte hier auch neue Blickwinkel sehen und das Unternehmen richtig einschätzen können. Okay, gehen wir weiter zur Verschuldung des Unternehmens. Hier sehen wir, dass die kurzfristigen Vermögenswerte die Verbindlichkeiten deutlich übersteigen und auch die kaum vorhandenen langfristigen Verbindlichkeiten werden von den Vermögenswerten gut gedeckt. Beim Verhältnis der Schulden zum Eigenkapital sehen wir, dass das Eigenkapital konstant über die letzten Jahre ausgebaut werden konnte. Die Verschuldung hingegen ging massiv zurück. Beim Management sticht heraus, dass der CEO Wu Haisheng 15 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von digitalen Produkten hat. Er arbeitete früher beispielsweise bei der chinesischen Suchmaschine Baidu als Produktmanager. Der größte Aktionär Zhu Hongxi mit 14% Anteil am Unternehmen ist zugleich Vorstandsvorsitzender und hier wird es spannend. Dieser Mann war in China einer der Internetpioniere und baute Anfang der 2000er eine Suchmaschine auf, die von Yahoo im Jahr 2004 für 120 Millionen Dollar aufgekauft wurde. Später gründete er das Unternehmen Kihoo 360, ein Unternehmen aus der IT-Sicherheit, das Antivirus-Software vertreibt und in China über 640 Millionen Kunden hat. Also auch hier haben wir massive Erfahrungen in digitalen Geschäftsfeldern, was ich als fetten Pluspunkt vermerke. Wenn wir auf die Aktionärsstruktur schauen, dann sehen wir hier bekannte Namen wie Vanguard oder auch BlackRock, aber auch die UBS Asset Management. Also Smart Money ist auch hier in diesem Unternehmen schon zu einem kleinen Teil investiert. Was als Risiko beachtet werden muss, ist, dass der Markt für Konsumentenkredite sehr zyklisch ist und gerade in Rezessionen wollen sich die Leute kein Geld für den Konsum leihen, sondern sparen das Geld eher. Zudem sind Aktien aus China mit höheren politischen Risiken verbunden und handeln deshalb oft günstiger als amerikanische oder deutsche Werte. Hierbei ist vor allem die politische Anspannung aktuell zwischen den USA und China zu nennen, denn die Digitech-Aktie ist in den USA mit dem Tickersymbol QFIN gelistet, was ein potenzielles Risiko ist. Und zwar deshalb, weil das Thema Delisting in den USA bei chinesischen Unternehmen große Wellen zurzeit schlägt. Zusätzlich muss man sich bei einem chinesischen Investment gerade höheren Kursschwankungen bewusst sein. Auch gab es in der Vergangenheit nicht nur in Deutschland mit dem Wirecard-Skandal, sondern auch in China Bilanzbetrug. Hier kann man die chinesische Kaffeehauskette Luckin Coffee als Beispiel nehmen, die 2019 Umsätze in Höhe von 310 Millionen Dollar nur vorgetäuscht hatte. Also hier ist Vorsicht geboten und jetzt ein kurzer Disclaimer, du bist selbst für deine Investitionen in Aktien verantwortlich und das hier ist keine Anlageberatung. Ich habe mir selbst 40 Aktien von 360 Digitech ins Depot gelegt. Das ging aber leider nicht bei den Brokern, die ich sonst nutze, da das Unternehmen ein doch eher exotischer Titel ist. Deshalb habe ich dafür den Online-Broker Comdirect gewählt, wo ich schon seit Jahren ein Depot habe. Den Link zum Comdirect-Depot findest du unten in der Videobeschreibung. Zum Fazit lässt sich sagen, dass Digitech ein sehr spannendes Unternehmen ist. Auf der einen Seite haben wir eine extrem günstige Bewertung mit einem KGV für das Jahr 2020 von 7,3 und auf der anderen Seite haben wir ein starkes Zukunftswachstum. Für mich hat die Aktie sofort ein Potenzial von 300%, aber Achtung, gerade die politische Situation in China macht es schwierig, eine Prognose für die Zukunft von einzelnen Unternehmen abzugeben. Wenn private Unternehmen zu mächtig werden, könnte hier auch ein Riegel vorgeschoben werden. Kürzlich haben wir beispielsweise den geplatzten Börsengang der Ant Financial gesehen, der Tochter des chinesischen Online-Handelsunternehmens Alibaba. Wer also in chinesische Einzelaktien investiert, sollte sich der politischen Risiken bewusst sein, die im Extremfall auch zum Totalverlust führen können. Was sagst du zur chinesischen Digitech Aktie und wie ist deine Einschätzung? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann smash den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben links findest du mein Depot, das ich für meine langfristigen Investitionen in Aktien nutze und hier oben rechts ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.